Hallöchen, liebe Nagelfreunde. In meinem heutigen Video geht es um das Thema, euer Auge zu schulen. Wenn ihr eure Nägel besser machen wollt, wenn ihr Fehler nicht immer wieder machen wollt, wenn ihr die Fehler teilweise gar nicht seht, können eure Nägel nicht besser werden. Und ich habe heute ein gutes Beispiel auf meinen eigenen Händen, denn ich habe meine langen Nägel einmal abgecuttet, also wirklich mit dem Tippcutter abgemacht, weil sie mich bei meiner Steuererklärung gestört haben, weil ich da viel tippen musste und sowas. Und da habe ich die einfach radikal gekürzt und die müssen vor dem Urlaub eh neu gemacht werden. Dazu kommt aber ein anderes Video. Und ich dachte mir, ey, eigentlich ist das wirklich der perfekte Moment, euch zu zeigen, was viele einfach falsch machen. In der Zeit bei Lini, wo ich die Zertifikate in der Academy bewertet habe, habe ich einfach super viele Fehler gesehen, die sich immer und immer und immer wieder wiederholt haben bei den Schülern. Letztens habe ich auch nochmal Fotos von jemandem, der meine Meinung haben wollte, zugeschickt bekommen. Und da habe ich den gleichen Fehler wieder gesehen. Und jetzt habe ich ihn quasi auch auf meinen Nägeln. Und ich dachte mir einfach, wir analysieren jetzt einfach mal meine Nägel. Natürlich sind die abgecuttet, aber ich sag's euch, die sehen so aus wie manche Nägel von den Schülern damals. Und ich dachte mir, es ist der perfekte Moment, um uns die mal ganz genau anzugucken, weil von vorne sehen sie gut aus, aber von der Seite und wenn man genau hinguckt, sieht man die Fehlerchen. Und ich dachte mir, ich schule heute mal eure Augen und wir schauen uns das zusammen an, damit ihr das auch an euren Nägeln, wenn ihr natürlich noch Probleme habt, einfach erkennen könnt. So ihr Lieben, wir gucken uns jetzt einmal meine Nägel an und von oben würden einige wahrscheinlich sagen, die sehen doch gut aus. Natürlich, klar, hier ist so ein bisschen das Design ab, hier oben auch, aber jetzt nur mal so rein von der Form und von der Optik her würden wahrscheinlich einige sagen, sehen doch gut aus, da sind doch keine Fehler drin. Aber Fehler Nummer 1 kann man von oben schon gut erkennen und ich bin gespannt, ob du es auch erkannt hast. Der Zeigefinger ist definitiv kürzer als der Ringfinger und man kann pauschal sagen, der Mittelfinger ist am längsten, danach kommen Zeige- und Ringfinger, die sind gleich lang, deswegen lege ich die in meinen Videos auch oft so zusammen und gucke dann immer hier oben, wo die Nagelhaut aufhört, dass die gleich lang sind. Und hier kann man schon sehen, dass der Zeigefinger deutlich kürzer ist als der Ringfinger und wenn man jetzt Ringfinger und Mittelfinger so ein bisschen aneinander legt, kann man sehen, die sind ungefähr gleich lang, das heißt, der müsste noch gekürzt werden, weil der ist am längsten, die beiden sind gleich lang und kürzer als der Mittelfinger und der Kleine, der reiht sich dann da noch ran. Der Daumen ist ungefähr so wie der Mittelfinger, nur so dazu. Jetzt, wie gesagt, von oben sieht es gut aus, aber jetzt schauen wir einfach mal von der Seite und dann werden wir einige Fehlerchen sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal den Zeigefinger. Wenn ihr euch jetzt schon mit Aufbau etc. auskennt, würdet ihr jetzt hier wahrscheinlich einen New Style erkennen. Ein New Style ist so, dass der quasi hier hinten ausläuft zur Nagelhaut hin. Also hier der Übergang ist wirklich sehr, sehr schön. Den könnt ihr euch mal so merken. Der ist wirklich perfekt eigentlich. Und dann sitzt quasi der höchste Punkt der Apex beim New Style hier oben im hinteren Drittel des Nagels. Das haut also auch hin und verläuft gerade nach vorne. Das ist auch hier gegeben. Das war auch vorher in Ordnung so bei der Nagellänge, aber bei dieser Länge geht ein New Style nicht, denn ein New Style zeichnet sich davon aus, dass er einen sehr ausgeprägten Tunnel hat, also so einen guten 70%, 50%igen Tunnel von mir aus auch, aber nicht weniger. Also ihr solltet schon einen ordentlichen Tunnel beim New Style haben, denn der gibt dem New Style die Stabilität, dass er in Form bleibt, dass nichts abbricht und so. Und der normale Aufbau ist ja so, also der Oldschool, dass es quasi hier hochläuft, der Apex dann hier in der Mitte des Nagels sitzt und nach vorne hin wieder abfällt. Und das tut es ja bei diesem Nagel hier nicht. Bei den anderen können wir mal gucken, hier fällt schon eher so ein bisschen nach vorne, aber auch nicht viel. Hier auch gar nicht und hier auch gar nicht. Das hat mit meiner Nagelform zu tun, die ich gearbeitet habe. Hier schon eher so ein bisschen, aber die sind alle eher im New Style gehalten. So, was müsstet ihr jetzt hier beim Feilen ändern? Denn das ist kein New Style, denn wenn wir mal vorne in den Tunnel gucken, können wir erkennen, dass dort gar kein Tunnel vorhanden ist. Also mein Zeigefinger ist eh ein Krallennagel und das hier ist jetzt sehr kuppenbündig hier abgetrennt. Das hier vorne ist der Tunnel, also von hier nach hier und der ist super, super flach. Also der müsste für New Style, müsste das hier alles ausgefräst werden sozusagen. Das heißt, der New Style Tunnel müsste ungefähr so sein wie die obere Kante hier. Diese obere Kante, das wäre ein New Style Tunnel und der wäre auch schon fast zu wenig. Das heißt, die Nägel müssten noch mehr gepinscht werden und das könnt ihr auf diesem Nagel einfach nicht hinbekommen. Das gleiche bei den anderen. Hier ist auch zu wenig Tunnel. Das ist zu wenig Tunnel für New Style. Das hier ist schon okay, aber auch immer noch zu wenig für den New Style. Und dementsprechend müssten wir jetzt hier ein bisschen anders arbeiten. So, wie bekommen wir jetzt einen Oldschool hin? Weil hier können wir ja gar keinen New Style machen. Und ich kann euch einen New Style auch echt nicht empfehlen. Das ist bei Neumodellagen zwar super schön und so, aber so im Alltag oder wenn ihr euch selber die Nägel macht, ist wirklich ein Oldschool einfach besser.
Was wir jetzt hier also gesehen haben, ist, dass der Aufbau nicht stimmt und dass, wenn ihr vorne reinguckt, die Nagelspitze einfach viel, viel zu dick ist. Da bin ich jetzt noch nicht so drauf eingegangen, haben sich jetzt wahrscheinlich einige schon gedacht. Dieses hier, dieses Material hier, das ist viel zu dick und aus dem Grund fällt euer Aufbau nach vorne auch nicht ab. Wenn ihr von der Seite guckt, hier sitzt so viel Material, dass es hier ja gar nicht abfallen kann. Das heißt, wenn ihr noch Probleme mit eurem Aufbau habt und ihr habt das Gefühl, das ist nicht dieser typische, schöne... Wartet mal, ich suche mal einen Stift ganz kurz und einen Zettel. So, das ist nicht dieser typische Oldschool-Aufbau. Das heißt so, weil ich gehe jetzt hier nicht auf den Newster ein, sondern auf den Oldschool. Das ist ja so der typische Aufbau. Hier ist der Apex, ne? Und jetzt ist es halt so, wir haben hier so viel Material sitzen, dass es ja nicht nach vorne abfallen kann. Also dieses Material, was du von vorne siehst, das muss weg. Ganz, ganz dringend, damit deine Nagelspitze hier vorne schön abfällt. Damit das Ganze hier schön abfällt und du einen richtig schönen Aufbau bekommst. So, wie machen wir das am besten? Am besten, ich zeige euch gleich, wie ihr die Pfeile haltet. Aber auch wenn wir in die anderen Nägel gucken, möchte ich euch jetzt nochmal sensibilisieren, dass ihr das bei euch selber macht. Unbedingt in diesen Tunnelblick gucken, ganz, ganz wichtig. Weil hier, dann würdet ihr bei euren eigenen Nägeln schon sehen, okay, hey, das ist definitiv zu viel. Und was ihr in diesem Blick auch noch machen könnt, ihr könnt euch die Seiten angucken. Also guckt genau so rein, guckt nicht so rein, guckt nicht so rein. Guckt wirklich genau so rein. Ihr könnt schauen, wie viel Material sitzt hier noch. Und ihr könnt sehen, ich habe hier schon schön runtergefeilt, genau wie auf der anderen Seite. Aber manchmal ist es so, das kann man hier jetzt auch ganz gut sehen, hier sitzt ein bisschen mehr Material, wirklich nicht, das ist nicht der Rede wert, ein bisschen mehr Material als hier. Aber das ist auch immer so eine Sache, die Schüler oder Anfänger oder wie auch immer nicht so sehen. Hier kann man es sehr, sehr gut sehen. Hier seht ihr, wenn ihr hier reinguckt, hier sitzt sehr viel Material in diesem Bereich hier. Sieht man auch schön vorne an der Nagelspitze. Und hier ist es super flach, wie ihr sehen könnt. Schon fast zu flach gefeilt. Das heißt, hier könnt ihr definitiv mit eurer Feile locker noch drüber gehen, oben drüber, um hier noch Material wegzunehmen. Aber auch die Nagelspitze hier vorne kommt durch das Abknipsen logischerweise. Ist viel, viel zu dick. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr das beheben könnt. Auch hier, wenn hier zu viel Material sitzt. Deswegen ist es immer wichtig, wenn ihr so guckt, sitzt rechts und links gleich viel Material und wie dick ist meine Nagelspitze. Hier kann man schon sehen, die ist ein bisschen dünner als die vom Zeigefinger. Das ist schon besser, aber auch noch nicht in Ordnung. Und ich zeige dir jetzt, wie du die Pfeile hältst. So, ich habe jetzt Fotos gemacht, wie das Ganze vorher aussah und wir schauen uns dann später an, wie das nachher aussieht, damit ihr einfach seht, wie, was das für ein Unterschied ist, wenn ihr so ein paar Pfeilschritte mehr macht. Was ich immer für einen Pfeilschritt mache, ist, um die Nagelspitze einfach flacher zu bekommen. Ich stelle mich mal gerade hin, das ist besser, dann sehe ich es besser. Ist, dass ich die Pfeile quasi oben drauf lege, ungefähr so. Und dann nach vorne runterkippen lasse beim Feilen, also quasi so. Und so könnt ihr schon sehen, wenn ich jetzt hier feile, dann feile ich vorne das Material weg. Und wir wollen das ja als einen schönen Bogen hinkriegen, das heißt, ihr müsst quasi so hier runterfeilen. Das ist jetzt natürlich nicht die Handhabung, die ich habe, ich zeige euch das gleich von vorne. Aber dass ihr es einfach versteht, wir wollen ab, hier ist es ja schon schön hier hinten, ne? Hier ist es ja schon schön auflaufend, hochlaufend so rum. Und ab dem Apex wollen wir hier Material abtragen. Das heißt, wir setzen die Pfeile hier an und kippen sie zur Spitze hin nach unten. Ich nehme die Pfeile immer so in die Hand, dass ich die oben zwischen zwei Finger nehme und mein Daumen einfach hier so liegt. Das fühlt sich so komisch an. Wenn ihr euren Nagel aber habt, habt ihr hier einen Gegendruck auf der Seite und dann ist euer Nagel nicht, euer Daumen nicht mehr so verloren. Wenn ihr sie anders haltet, ist es auch in Ordnung, aber ich finde diese Pfeilhaltung echt gut. Also oben zwischen den zwei Zeigefingern und den Daumen hier hinten drauf. Ich habe auch immer nur eine Seite drauf von meinem Wechselfallenblatt. Genau, und dann nehme ich meinen Finger, ich stütze den hier an der Seite nochmal mit dem Daumen auf. Das mache ich wirklich mit allen, wenn ich das an mir selber mache. Bei Kundinnen könnt ihr das ja anders festhalten. Und dann lege ich, wie eben schon gesagt, ab der Mitte die Pfeile auf, sodass die hier das Ganze berührt und nach vorne hin runterfeilt. Also, so, ich versuche euch das jetzt mal seitwärts zu zeigen, ohne dass das komisch für mich ist. Also ihr seht, ich kippe immer beim Feilen die Pfeile nach unten. Und so bekomme ich hier einfach jetzt schon so eine kleine Rundung rein. So, ich mache das natürlich nicht nur in der Mitte, sondern diese gleiche Handhaltung mache ich auch einfach zu den Seiten. Und dafür halte ich die Pfeile halt, vorher habe ich sie so gehalten und dann runtergekippt. Und dafür halte ich sie einfach ein bisschen schräger. Ein kleines bisschen schräger, dann komme ich nämlich an diese Stellen hier. Also einfach so ein bisschen schräger und dann das gleiche so nach unten fallen. Und ihr könnt sehen, ich lande mit meinem Pfeilschritt hier. Das gleiche auf der anderen Seite, bisschen nach links gewinkelt, nach vorne hin runtergezogen
Und schon bin ich hier am Fallen. So, das mache ich jetzt einmal so ein bisschen. Und ohne Druck fallen, einfach ganz gemütlich. Und ich gehe da wirklich immer so von rechts nach links. Guckt auch, dass ihr nicht zu viel auf einer Stelle fallt. Und immer diesen Knick nach unten. Wirklich immer diesen Knick nach unten. Ganz wichtig. So. Und dann immer so von links nach rechts, von rechts nach links, weil wenn ihr zu lange auf einer Stelle fallt, dann kann es natürlich sein, dass ihr zu viel abtragt. Und so seid ihr einfach nur mal sicher, dass ihr auf jeder Seite nur ein bisschen was abtragt und eure Spitze so ganz langsam dünner wird. Das sind jetzt natürlich so meine Falltechniken. Wenn ihr andere habt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber guckt, dass ihr was ändert, weil mit eurer Falltechnik jetzt bekommt ihr es ja anscheinend nicht so hin, wie ihr es haben wollt. Und deswegen muss man manchmal so ein bisschen hinterfragen, wie mache ich das eigentlich? Was kann ich verbessern? Und wenn wir jetzt vorne mal schauen, können wir sehen, es ist schon definitiv weniger. Ich versuche jetzt mal hier unten einzublenden, wie es vorher aussah. Also es ist definitiv vorne an der Spitze weniger geworden. Hier kann man sehen, ist wirklich weniger. Klar, hier unten drunter sieht es jetzt nicht schön aus. Darum geht es jetzt aber auch nicht. Es ist ja nur quasi abgeknipst. Und wenn man jetzt von der Seite schaut, tada, schaut mal, seht ihr, jetzt fällt es schön hier runter. Ich würde jetzt noch ein paar Fallschritte machen. Vor allen Dingen hier ist noch so ein bisschen zu viel. Hier könnte ich auch noch ein klein wenig fallen, damit das so eine richtig schöne Rundung gibt. Also hier sitzt definitiv noch zu viel und an der Spitze auch noch ein bisschen. Wir gucken nochmal in den Tunnel. Und wir können sehen, da ist noch viel, viel Material hier vorne. Das heißt, wir können da definitiv noch ein bisschen mehr fallen. Immer wieder gucken, immer wieder ansetzen. Ich setze jetzt auch mal hier oben an. Der ist auch viel zu dick für die Länge. Das ändere ich jetzt gerade mal, indem ich da oben so ein bisschen Material runternehme. Das nehme ich jetzt einfach hier aus dem hinteren Bereich weg. Hier oben so ein bisschen, weil es einfach zu viel Material für die Länge ist. Also der ist auch quasi zu dick vom Aufbau her. So, jetzt setze ich wieder an, ab ungefähr der Mitte, weil wir wollen ja nicht hin, hier wollen wir eigentlich nichts wegnehmen, sondern nur in diesem Bereich hier vorne. Und das heißt, genau hier setze ich wieder an und kippe das wieder so schön nach unten, bis ich das Gefühl habe, meine Spitzen sind definitiv dünner geworden. Und immer von links nach rechts, von rechts nach links. So. Immer wieder gucken, einmal abstauben. Das dauert natürlich lange jetzt am Anfang, aber je öfter ihr das macht, desto sicherer werdet ihr da drin und desto besser wird dann euer Nagel auch werden. So könnt ihr jetzt sehen, ich hatte ein bisschen Material runtergeholt. Jetzt fällt es hier richtig schön ab. Hier kann man sehen, ist immer noch so ein bisschen, ich muss mal einmal unten drunter gehen, der ist jetzt auch extremst gekürzt, da habe ich beim Cutten nicht so aufgepasst. So. Jetzt gucken wir nochmal vorne rein und ihr könnt sehen, da ist schon definitiv weniger Material. Wenn man jetzt schaut, rechts und links, ist da, hier läuft es, ich kann nicht näher ran, hier läuft es richtig schön runter, seht ihr das? Hier darf nicht mehr gefeilt werden, das ist schon fast zu dünn, es ist aber noch in Ordnung. Hier könnt ihr aber sehen, wenn ihr genau hinschaut, hier sitzt mehr Material an dieser Stelle als hier. Und dafür setze ich jetzt die Pfeile einfach nur an dieser Stelle hier an. So. So seht ihr es auch immer, wenn ihr in den Tunnel selber guckt. Und an dieser Stelle wird jetzt einfach noch so ein bisschen gefeilt. Und auch vorne in der Mitte, fand ich, war vor, zur Spitze hin, da setze ich die Pfeile jetzt wirklich nur noch quasi fast vorne auf, also eigentlich nur noch hier. So könnt ihr sehen, nur noch hier vorne, um die Spitze da vorne nochmal so ein bisschen schöner hinzukriegen. So, wir gucken von der Seite. Sieht gut aus. Hier hinten ist der Rauswuchs. Lasst ihr euch davon nicht irritieren. Normalerweise müsste das Ganze noch weiter hier rüber gehen. Stellt euch einfach vor, hier wäre die Nagelhaut. Dann passt das. Der Apex sitzt ganz gut in der Mitte. Ist jetzt nicht perfekt ideal. Darum geht es jetzt auch nicht. Es geht ja echt nur darum, die Spitze schmaler zu bekommen. Und hier fällt es halt ab dem Apex schön glatt nach vorne runter. Wenn es dir noch nicht ganz gefällt, kannst du einfach nochmal nehmen. Nochmal am Apex ansetzen und einfach nochmal so runterziehen. Und dann bekommst du wirklich einen ganz schönen, weichen Übergang vom Apex zur Spitze runter. Jetzt gucken wir uns einmal den Tunnel an. Und auch hier kannst du sehen, es ist jetzt, hier sind noch minimale Hubbel noch drin. Das ist aber gar kein Problem. Das würdest du wegbuffern oder mit dem Versiegler einfach so ein bisschen ja, bereinigen. Wenn man jetzt guckt, hier geht es schön runter, hier geht es schön runter. Hier sitzt immer noch minimal zu viel, aber ist nicht der Rede wert.
Genau, und wir haben auch hier eine schöne Kurve auf dem Nagel. Ich bin nicht vorne an der Spitze, die ist hier. Hier oben eine schöne Kurve, das ist auch ganz wichtig. Und du kannst sehen, zur Spitze hin vorne fällt es richtig schön ab. Ich bin sehr pingelig, ich hätte jetzt gesagt, diese Stelle hier muss noch weg. Dafür kannst du einen Buffer nehmen oder die Pfeile. Einfach indem du nur vorne an der Spitze so ein bisschen lang gehst. Und jetzt kannst du sehen, ist die Stelle auch weg. Und so könnte man den Nagel jetzt einfach lassen. Das würde jetzt reichen. Und so wäre das halt einfach richtig. So, ich zeige dir jetzt nochmal das Ganze hier so. Ich staub das einmal so ein bisschen ab. Und ich halte meinen Finger jetzt mal so, dass ich rechts das Bild einblenden kann. Dass man einfach mal den Unterschied von vorne sieht. Ich muss es nur scharf gestellt bekommen. So, wenn du jetzt hier vorne in die Spitze reinguckst, rechts blende ich dir das Bild ein. Es ist ein Riesenunterschied, wie ich finde. Und einmal von der Seite auch ein Riesenunterschied und ein richtig schöner Aufbau. Genau, ich werde meine Nägel jetzt neu machen, deswegen war das jetzt so ein bisschen umsonst. Aber ich dachte mir, hey, ich kann euch das gerade an diesem Finger so wunderbar zeigen. Deswegen achtet immer drauf, hier kann man es auch sehr, sehr schön sehen. Viel zu viel Material vorne, weil die halt auch viel länger waren. Aber so bekommt ihr das hin. Hier könnt ihr euch den Unterschied angucken, der andere sah ja vorher auch so aus. Also ihr seht, es fällt richtig schön zur Spitze ab und so bekommt ihr eine richtig schöne Oldschool-Mandelform hin und vor allen Dingen auch dünne Spitzen. Zu dünn sollen die natürlich nicht sein, aber das ist definitiv zu dick. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und wir sehen uns im nächsten Video.